So, willkommen zurück zu Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ja, das letzte Mal sind wir da an dieser Schlucht gewesen, die ziemlich gefährlich war, muss man dazu sagen. Jetzt ist die Frage, ich habe 3700 Seelen. Die gehen wir mal schnell abgeben. Sicher ist sicher. Nochmal noch ein bisschen Levelei. Und ich glaube, ich habe noch in dieser einen Schatztruhe, wo ich auf der Flucht war, recht viele Dinge gefunden. Ich glaube zu meinen, dass es, glaube ich, Ausrüstung war. Das habe ich nicht so richtig nachgeprüft. Gucken wir mal kurz nach, was wir da gefunden haben. Also wenn es Ausrüstung war, dann keine sinnvolle. Zwar hier ein bisschen was mit Zustands, Feuer und Dings da, wo uns hilft, aber das ist eigentlich relativ egal. Oh, das ist schön. Was ist das? Lederhandschuhe. Die rüsten wir auch mal gleich aus. Und ansonsten, oh, das ist gut. Was ist das? Lederstiefel. Sehr schön. Und hier hatten wir wahrscheinlich, wahrscheinlich mal die Lederrüstung gefunden, ja. Aber die bringt uns gegenüber der normalen nichts, zumindest. Haben wir aber noch ein paar neue Handschuhe, ein paar neue Stiefel, die wohl stärker sind. Ja, wir sehen verrückt aus wie immer. Passt. So, Träger des Fluches strebt nach Seelen, nach größtmächtigen Seelen, sucht den König auf, es ist eure einzige Chance. Falls euch das Land nicht restlos verschlingt, wie schon so viele andere. So. Wollen wir mal aufsteigen? Das ist ja die Frage. Soll ich an der Stärke weiter drehen? Oh, die Stärke gibt hier jetzt automatisch auch mal Leben. Dann mache ich das. Man muss bei Dark Souls, das ist ein kleiner Trick, den nicht viele verwenden. Man sollte sich immer eigentlich das was gerade am bekömmlichsten hier ist, zum Beispiel die Ausdauer, gibt Leben dazu. Das tut sie nicht immer. Man sollte eigentlich immer so leveln, also das ist eine Möglichkeit zu leveln, so leveln, dass es ziemlich viel zusätzlich erhöht, was es sonst nicht tut. Aber ich mache jetzt mal generell. Ja, Kondition wäre eigentlich auch nicht schlecht. Tut auch gerade, obwohl, nee, wir bleiben mal bei Stärke. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir noch ein paar Waffen tragen wollen, die wir noch nicht können. Können wir nochmal? Schauen wir mal. Bin mir nicht sicher. Nee, reicht nicht. Dann schauen wir mal, haben wir noch einen Estus-Flop-Pokémon bekommen? Nein. So. Gehen wir mal zum Schmied. Ob der noch was Neues für uns hat. Ob der was Neues schmieden kann. Gegenstand kaufen, Waffe reparieren, Waffe verstärken. Nee, im Moment nicht. Wir haben wahrscheinlich keine Titanitscherben. Pfeile haben wir letztens recht viele gekauft. Wir kaufen mal eine Titanitscherbe. Oder zwei. Einfach aus Prinzip, weil die Seelen dürfen wir nicht verschwenden. Und dann haben wir Platz. Wahrscheinlich können wir sie jetzt nicht einsetzen, weil wir zu wenig Geld haben. Aber dann können wir das nächste Mal unsere Waffen verstärken. Da kann man nichts reparieren. Das ist alles in Ordnung. So. Aber jetzt haben wir wieder alle Seelen weg und haben gleich ein paar Titanitscherben. Normalerweise kauft man die nicht wirklich, weil es halt einfach nichts bringt. Die kriegt man auch so. Aber jetzt im Moment bringt das eigentlich doch noch was. Und von daher, naja. So, Soldatenrast heißt der Ort. Naja, für mich war das die Schlucht, weil da eine fette Schlucht unten ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, da ist ja noch dieser eine Dennis gewesen. Dieser Dennis Kevin. Mal gucken, ob wir den jetzt runterkriegen. So. Das ist natürlich blöd, weil wir nicht wissen, wo der auftaucht. Ich weiß nicht, ob die anderen mich hier sehen und auf mich zukommen. Ja, Invasion ist schon mal in Gange. Aber die anderen kommen jetzt nicht her. Das könnte mir natürlich von Vorteil sein. Was haben wir denn hier? Nur Trank, okay. Da müssen wir vorsichtig mit dem. Oh, 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 da kommt noch ein anderer dazu. Müssen wir schnell außer Gefecht setzen. Oh. Kann man da durchschlagen? Das wäre natürlich praktisch. Nee, kann man nicht. Der ist gefährlich. Waffenschmied Dennis. Oh, 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 er kann aber. Na toll. Das ist ja nett. Ist ja sehr nett. Unverschämtheit. Was trinken?
muss sicher gehen. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? So leichtes nach hinten kippen. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Scheiße, der ist noch viel zu stark. Shit. Verdammter Mist. Der ist noch ziemlich stark. Scheiße. Ja, wie sollte man den jetzt schaffen? Das ist natürlich eine Frage. Ich würde ihn gerne jetzt machen. Das ist mein Stolz, mein Ehrgeiz, wobei Dark Souls sehr gerne unter Probe gestellt wird. Gibt wahrscheinlich Spieler, die würden sagen, nee, da gehe ich spielen, nur wenn ich nicht stärker bin. Aber da muss es auch, bei Dark Souls kann man ja auch ein bisschen tricksen. Das ist ja das andere an der Sache. Mein gut, wir sind hier ziemlich sicher. Untot sind wir sowieso schon. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den möglichst trickreich besiegen. Interessant wäre, ihn in die Schlucht runterzuwerfen, aber ich glaube, dann bekommen wir nicht seine Goodies. Jetzt kommt erstmal der da, den müssen wir uns erstmal vornehmen. Das geht aber noch. Ah, scheiße. Voller Besch... Na komm, trink. Scheiße. Ja, so ist das. So ist das. Mensch, ich mach mal den fertig, da brauche ich eine Taktik. Aber den seine Reichweite ist halt fies und die geht halt auch durch. Das muss jetzt geschehen. Das muss jetzt passieren. Ich will das jetzt schaffen. Jetzt. Weiß nicht, jeder Dark Souls-Spieler kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Fies ist es, dass uns der eine Ritter da auch angreift. Wo ist denn der jetzt? Wo kommt er denn nicht? Da kommt er. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wir haben mich noch provokant bedrohend anzeigt. Danke. Scheiße. Hinterfotzige Mistkacke, ja. Das ist ja richtig fies, ey. Puh. Jetzt gibt es natürlich eine Möglichkeit. Ich überlege gerade, ob ich die drei oben fertig mache, die drei Schildkrötenmänner. Mich da nach oben Stellung beziehe und dann, ja, aber da müsste ich jetzt meine Seelen und jetzt schaue ich erst einmal ganz kurz. Oh, der kommt auch, wenn ich hier stehe. Alles klar. Das würde mich mal interessieren. Das geht, gut. Das ist gut zu wissen. Oh, 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 was macht er denn? Ah! Muss ich mich schon wieder heilen? Oh, da ist auch ein Sch... Au, 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 hey, Freundchen. So nicht, ne? Von hinten ist unfair. Ah! Nein! Heilen, 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 heilen. Das läuft nicht so positiv, wie ich das überlegt habe. Ah. Wir bleiben auf der Flucht. Wo ist jetzt denn der Dennis? Okay, die wuseln da jetzt alle rum. Ja, scheiße. Meine Möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Jetzt kletter ich mal schnell hoch, weil jetzt sind sie alle unten. Da ist mein Spezi. Ah, scheiße. Mist. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hilfe.
Okay, das läuft nicht so, wie ich das mir hoffe. Mal über die Schlucht springen. Nochmal hoch. Der steht jetzt da drinnen. Oh, 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 oh. Alter. Ach du Scheiße. Nee, keine Chance. Nee, also das sieht schlecht aus. Was könnte ich da machen? Das Problem ist, dass die ganzen Viecher ja auch noch sind. Ich habe jetzt gerade überlegt, Pfeil- und Bogen-Aktionen, aber für der Dennis, der Blöde. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube, hier ist Sackgasse. Hier ist Schicht im Schacht. Hier haben wir zwar das Feuer. Schauen wir mal, ob hier irgendeine Geheimwand ist, aber ich glaube, die werden hier nicht so angekündigt wie beim Dark Souls 1 oder 3. Hier muss man solche Steine, glaube ich, reinstecken. Ja gut, Seelen brauchen wir nicht zu holen, wir hatten nichts. Dann reisen wir mal jetzt weg. Oh, ja. Tja. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. So, der taucht hier auf. Jetzt müssen wir was anderes direkt überraschend angehen. Ach, scheiße. Das war jetzt aber auch richtig blöd von mir. Was ist denn da drin noch? Waren wir da drin schon? Nee, glaube ich nicht. Da müssen wir auch noch rein. Also tragisch ist das jetzt alles nicht. Wir verlieren ein bisschen Seelen und Menschlichkeitsbalken. Das macht nichts. Das können wir uns alles wieder auffüllen. Und Seelen haben wir keine. Ich will jetzt noch wissen, was in dem Raum da drin ist, wo der rauskommt. Da rennen wir jetzt einfach mal rein. Ach, da ist dieser... Ja, das hat keinen Sinn. Oh nein! Der Jagd hat erschossen. Ja, da drin ist so ein verhülzerter Riese. In Dark Souls 3 gibt er irgendwelche Riesenbaumsamen. Was natürlich auch wieder interessant ist, weil in Dark Souls 3 gibt es auch diesen Riesenbäume. Und hier entstehen laut Lore, wie weit ich das jetzt so verstanden habe, die Riesenbäume durch diese Verwurzelung. Aber eine Verwurzelung in dem Sinne gibt es ja in Dark Souls 3 nicht. Würde jetzt mich gerne interessieren, wie der Zusammenhang ist. Was ist denn das hier? Ah, das ist da, wo die anderen Riesen. Riesen. Da reisen wir jetzt mal hin. Jetzt schauen wir mal, wie wir da klarkommen, weil wir haben jetzt einiges ans Level gemacht. Und am Anfang waren die noch ziemlich schwierig. Jetzt haben wir aber ziemlich viele Leben. Also eigentlich nicht, weil wir keine Menschlichkeit haben, aber wir können ja jetzt mal schnell schauen, haben wir noch eine Menschlichkeit übrig? Eine. Na komm, hau rein. Dann sind wir wieder voll, dann machen wir einmal Feuerchen hier. Dann ist alles wieder Paletti. So. Dann haben wir nur noch einen Heimatknochen und Ding. Gucken wir mal noch, ob wir was anderes ausrüsten können, was uns helfen könnte. Drei Schwarzbomben, die sollten wir uns noch aufheben für einen Boss oder so. Und ein Wurfmesserchen. Nehmen wir mal mit. Einfach so aus Sicherheit, falls wir irgendeine Möglichkeit haben. So, jetzt gucken wir mal, wie wir mit dem klarkommen. Oh, 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 oh. Also er zieht uns schon mal optisch nicht so viel ab wie vorher. Definitiv, aber er zieht uns was ab. Das ist natürlich klar, wenn er uns trifft. Der bleibt ein Problem. Der bleibt ein Problem. Der ist immer noch ziemlich mächtig. Ah, scheiße. Jetzt hat er mich so besiegt. Fuck. Fuck.
Ja, das ist die Folge des Todes. Wir finden uns im Abgrund von Dark Souls. Von Pro-Gamer kann gar nicht mehr die Rede sein. Hab Leute gesehen, die machen das in einer Stunde durch. Ja. Keine Ahnung, das sieht auch extrem leicht aus, wenn man sowas ansieht. Also ich habe mir das mal angesehen, so ein Run. Da meint man ist zu blöd für alles. Und fühlt sich richtig schmählich dagegen. Aber es ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt. So, den haben wir jetzt schon mal. Alte Ritterrüstung. Oh. Das sieht ja mal interessant aus. Was ist die alte Ritterrüstung? Alter Schwede! Das nenne ich mal einen Sondertrop hier, aber ich glaube, die macht mich schwerer. Guck mal. Ja, es geht eigentlich. Dadurch, dass das andere Zeug noch so leicht ist. Ja, super. Geile Rüstung. Trotzdem würde ich mich mit dem jetzt nicht gerne anlegen. Der hat mir irgendwie die Leviten gelesen. Probieren wir es mal mit dem hier. Au, die hält aber ganz schön was aus, die Rüstung. Die ist nicht zu unterschätzen. Ah, die. Das war ein sehr guter Trop, würde ich sagen. Die kann uns sehr nützlich werden. Weil das war jetzt echt spürbar ein anderes Abwehrniveau. Der zieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel ab wie sein Kollege mit Schwert. Das kann sich sehen lassen, aber da vorne halt kommt dann auch ein Boss, ne? Das darf man nicht vergessen. Und da geht's auch noch lang. Wir testen mal. Also Training brauchen wir auf jeden Fall hier. Zurück zu den Ursprüngen hier. Warum ich den nicht von hinten angreifen kann, frage ich mich. Das haut einfach nicht hin. Nein! Alter Scheiße, Mensch! Schiede, meine ich, natürlich. Der Kackmist! Es lief jetzt so gut und dann fatzhaut's mich ins Wasser runter wegen diesen blöden Schuppereien hier. Also das ist ja... Ich habe mich noch extra dahingestellt. Habe ich noch extra hingestellt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich da nicht runterfall. Aber irgendwie, das ist halt der Unterschied zu Dark Souls 3. Es sind hier immer so leichte Stoßsituationen, wo man eigentlich auch nichts machen kann, wo man dann wirklich runterfällt. Das habe ich aber auch schon mal erklärt. Da ist man im Endeffekt nicht gegen gewappnet. Mal jetzt aber so. Ich bin jetzt nochmal ganz dreist und laufe durch. Ich nehme jetzt mal die Run-Technik. Weil ich möchte wissen, wie es weitergeht. So, ihr lasst mich jetzt mal alle in Ruhe. Ich glaube, ich brauche auch einfach für diese Ritter hier noch eine fabelhafte Waffe. Die Rüstung ist schon ganz gut. Also die hat wirklich, die hält eine Menge Bums auf. Da haben wir noch hier sowas hier. Das wäre auch mal interessant hier. Was damit ist. Der Kiste. Was dazu müssen wir halt, kann man die vielleicht auch aufmachen, wenn neben ihnen steht? Nee. Oh Gott, was ist denn das für eine Versammlung da draußen? Oh, die kommen auch. Oh, scheiße. Das habe ich nicht gewusst. Scheiße. Oh, shit. Schiede. Wir sagen Schiede. Verdammt nochmal. Ich wusste nicht, dass die durch diese enge Klippe drüber können und dann... Ah. Ja, Leute. Das war nicht so geplant. Lebensversicherung bräuchte man in dem Spiel. Alles klar. Aua! Ich bin doch fast vorbeigekommen. Lass mich doch in Ruhe, du. Mal kurz heilen. Bevor der mir hinten einsäbelt. Aber das Gebiet hier ist einfach noch zu strange. Also ich weiß nicht.
Ich könnte das natürlich cracken, ich könnte das natürlich schaffen, aber das würde so lange dauern. Da würde ich pro Gegner bestimmt ewig brauchen. Und die Geduld, muss ich zugeben, habe ich im Moment nicht. 1200 Seelen liegen da. Naja, die kommen ja noch. Vielleicht schaffen wir das, die zu nehmen. Und dann abzuhauen. Ja. Ha! Der ist schon von alleine gesprungen. Den war das zu heiß. So, jetzt gucken wir mal, Boss hier. Testen wir ihn nochmal. Wir haben jetzt eine gute Rüstung. Oh, der haut uns aber komplett die Abwehr weg. Und stößt uns auch gleich runter, wenn es so weitergeht. Eieiei. Der ist gefährlich. Mal kurz heilen. Nicht so, was ich bekomme. Scheiße. Ist echt nicht ohne. Vor allem seine Schläge sind immer sehr gefährlich. Die stoßen einen sehr weit ab. Dann kann man da auch ganz leicht runterfallen. Oh, scheiße. Nein! Ah, fuck! Scheiße! Nein! Fuck, ich hatte den gerade so gut in Kontrolle und dann habe ich die Ausdauer, der frisst die Ausdauer weg. Alter, Leute, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wo gehe ich denn jetzt noch hin? Da ist zu. Wo ist denn der nächste Weg dann, Teufel, nochmal? Es bleibt ja nur hier. Ich habe Bomben. Schwarze Bomben. Ich glaube, den könnte ich damit ziemlich gut schwächen. Was ist das? Der Zauberurne. Haben wir auch noch. Ich versuche den jetzt nochmal. Also ich laufe da jetzt einfach hin. Ich werde mich nicht um was anderes kümmern oder so. Das ist natürlich schwierig, den mit Nahkampf, mit Fernkampfwaffen überhaupt zu treffen. Aber... Oh ja, und die grüne Blüte, die macht die Ausdauergeneration hoch. Das machen wir auch mal. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir auf dem Weg kein Leben verlieren. Weil eigentlich müsste der zu schaffen sein. Den müsste ich schaffen. Ich muss bloß echt aufpassen. Mal her gesehen, man kommt mit ihm klar. Aber das hat halt nicht gereicht. Wenn ich den ein bisschen übe. Weil wenn wir an dem vorbeikommen, sind wir bestimmt schon wieder ein Schrittchen weiter. Als zuvor. Wäre natürlich fantastisch, wenn das klappen könnte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt zum ersten Mal das Messer ausrüsten. Damit beschieße ich ihn sofort. So, die Urne hier. Das bringt es auf jeden Fall. Scheiße. Ah, nee. Da musste ich gleich mal husten. Das gibt's ja nicht. Nee. Ich geb's ja ungern zu, aber der ist noch ziemlich heftig.
Da ist ja noch mega, mega heftig. Wo können wir denn noch hingehen? Wir checken mal einfach alles aus. Wo können wir noch hingehen? Mir bleibt ja nicht viel. Das ist ja das. Hier haben wir jetzt alles soweit. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da noch hingehen kann. Gab es denn da noch einen Weg? Wir gehen mal hier hin. Ich will mal sehen, was da ist. Ob da noch was zu finden ist. Diese Riesenecke da. Muss doch noch irgendwo ein Weg gewesen sein. Stopp. Ja, wir haben noch einen Weg frei gemacht. Aber kamen wir da wirklich weiter? Ja, genau, die Tür haben wir gemacht. Stopp, jetzt muss ich überlegen. Wir haben die Tür gemacht. Die, wo hier unten war. Bei Spackos da. Aber nee, das war ja nur eine Abkürzung. Den Riesen haben wir besiegt. Im Moment gibt es da keinen Weg mehr. Oder täusche ich mich? Vielleicht mit dem Aufzug irgendwo abspringen. Das können wir mal probieren. Da ist auch noch ein zweiter Aufzug. Wo ist der denn? Was macht der denn? Der fährt rauf, aber das bringt mir ja nichts. Wo könnte mir was bringen, aber ich bin mir jetzt sicher schon noch mal die Tür hier an, ob die jetzt zu öffnen ist. Nee, nee, die ist immer noch verschlossen. Ja, und hier war nichts. Da hat der Riese nichts fallen lassen oder so. Irgendwie einen neuen Weg. Aber wie gesagt, ich kenne das Spiel wirklich nicht in- und auswendig. Ich habe es einmal durchgespielt und das war so grob, dass ich wirklich noch nachdenken muss, wo könnte ich jetzt hingehen? Weil an dem Boss, da komme ich jetzt nicht vorbei. Das kann ich löten. Ich zink den ein Zehntel ab, während der mir sämtliche Nerven kostet. Da habe ich wenig Hoffnung, dass ich den jetzt schaffe. Ich bräuchte eine schnellere Waffe. Also die Axt ist hier, pfui. Der Zippy, der. Was ist denn da hier los? Ey Leute, wo kommt denn der jetzt her? Hat der hinten im Aufzug auf mich gewartet oder was? Das ist ja nicht normal. Wo kam denn der her? Das war so ein Schildkrötenmann. Hä? Hab da noch nie einen Schildkrötenmann gesehen. Wo kam denn der her? Vor allem so von hinten, während ich hochfahre. Verbuggtes Game. Alle Bosse verbuggt. Alles verbuggt. Der Dennis ist auch verbuggt. Nur deswegen schaffe ich das nicht. Ja, wenn man zusieht bei dem Spiel, ist es immer einfacher, wie wenn man selber macht. Ich schaue jetzt mal, ob ich mit dem Schwert ein bisschen schneller bin. Ach, das hat mich jetzt schon verwirrt. Wo kam denn der her? Der hat hier doch überhaupt keinen Spawnpunkt oder so. Was war denn das jetzt? Jetzt probieren wir was aus. Jetzt fahre ich mal den anderen Aufzug hoch. Oder kommt der schnell hier? Also Schwert ist schneller, macht halt weniger Schaden. Ah! Alles klar, okay. Ja, das ist ja. Den habe ich gar nicht gesehen beim Fahren. Hat der sich da versteckt im Aufzug? Nicht schlecht. Da kann ich aber auch anscheinend nicht rein, kann das sein? Zuschlagen. Gehört aber nicht in diese Grafik. Scheint irgendwie hier nur Urlaub zu machen. So. Rache. Ja, jetzt sind wir viel gestorben. Jetzt wird es mal auch wieder Zeit, dass wir mal wieder einen Gegner schaffen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was machen können mit dem Aufzug. Das ist ja immerhin ein anderer. Aber ich glaube, so viel Unterschied macht das gar nicht. Kann ich nicht irgendwo anders reinschlupfen? Nee. Ja, Kacke. Ich habe mir sonst was davon erwartet. Vielleicht geht hier anklopfen. Ich meine, auf der anderen Seite wartet bestimmt was.
Aber mach die Tür nicht auf. Okay. Ja, wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wo könnte es weitergehen? Eine sehr gute Frage. Geschafft haben wir bis jetzt nichts in der Folge. Nur recht viel umgeguckt. Schäme ich mich natürlich für. Könnt ihr mich für haten? Da hinten war noch eine Tür. Gucken wir mal, was da los ist. Da sind die zwei Wachmänner. Muss ich aufpassen. Hallo? Der lebt ja noch. Dachte, ich habe den einen schon getötet. So. Machen wir dich auch noch schnell fertig, wenn du das schon so stehst und mir ein paar Seelen geben willst. Ah ja, hier konnte man nicht rein. Das war hölzerner. Hölzerne Sackgasse. Sackgasse. Sickelgasse. So. Nee, weil da vorne ist ja in der Theorie noch ein Weg gewesen. Hier. Gucken wir mal, ob wir da was machen können. Ob die jetzt aufgeht. Ah, yeah, okay. Gut, Gott sei Dank. So, jetzt habe ich es nicht geschafft, das Mikro auszustecken. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Oh, 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 der schaut böse aus. Kommt der nächste. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Tun wir mal uns heilen. Ah, natürlich kostet mich das Heilen das Leben gleich. Schlag zu, schlag zu. Au, scheiße, die Wand war im Weg. Jetzt hat. Huah. Das war knapp. So, wo sind wir denn jetzt hier? Hier können wir nicht weiter, da ist Schutt. Schauen wir mal hier unten. Bin es mir immer noch gewöhnt, an die Wände zu schlagen. An alle. So, was haben wir hier? Da ist auch Schutt. Ach du Scheiße. Man soll ja meinen, wenn man den neuen Weg findet, dass man dann weiterkommen würde. Aber das ist nicht typisch für Dark Souls. Für Dark Souls ist es sehr typisch, wenn man einen neuen Weg findet, hat man neue Blockaden, die einen das Leben schwer machen. Frage ist, was ist da drinnen? Lebensstein, Serion ist namenlos und dann. Ach du Scheiße, ich glaube, da ist ein Boss. Das habe ich noch so in Erinnerung, da wird ein Boss sein. Da ist auch der Rest von der Statue, wo hier der Arm abhängt. So. Hier kommt auch die Theorie der drei Riesen her. Da ist ein Riese, da ist zwei Riese, drei Riesenstatuen. Dass das der Land der Riesen ist, wo in Demon's Souls der Stein kaputt ist. Der Teleportationsstein. Und am Anfang des Trailers ist die Rede von drei Riesen, die über dieses Land herrschen. Jetzt gehen wir mal da rein. Ich glaube, es ist ein Boss. Oh ja, es ist ein Boss. Oh nein, es ist der Fluggeier, genau. Den haben wir ja schon auf einem Dach da gesehen. Und ich glaube, ich habe die leise Vermutung. Das ist übrigens, glaube ich, der Ritter von Demon's Souls, der hier als kleiner Gastauftritt zu sehen ist. Er sieht genauso aus zumindest. Und ist übermächtig. So. Ich glaube, ich habe keine Chance. Bin mir da ziemlich sicher. Können wir uns eigentlich direkt heimatknochenmäßig teleportieren? Weil, den werde ich jetzt nicht schaffen.
Das ist ausgeschlossen. Ich muss trainieren, ich muss leveln. Die Frage ist, soll ich das offscreen machen oder onscreen? Ich brauche mehr Ausdauer. Definitiv. Ich brauche von allem eigentlich mehr. Menschlichkeit bräuchte ich jetzt auch mal. Bloß wenn ich jetzt gucke, kostet wahrscheinlich die Menschlichkeit. Hat er gar nicht, oder? Doch, der hat Menschlichkeit. 1500 und hat nur 5 Entpettung. Das ist wenig. Öffnet Schmied längeres kann laden. Das haben wir schon. Oder wir wir tun die Versteinerte hier zusammen sammeln. Jetzt gucken wir mal, wir haben ein bisschen Seelen. Auch wenn wir nicht viel erreicht haben, haben wir ein bisschen Seelen zusammengekratzt. So Dingerseelen hier. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Das darf man nicht verwenden. Das brauchen wir noch für spezielle Sachen. Erreichen wird das nicht. Da fehlen uns noch einige Seelen. Gucken wir mal, kann der Gegenstände kaufen? Ich glaube nicht, ne? 12.000 Seelen brauchen wir dafür. Dann können wir den Versteinerung von der Frau lösen. Denke ich. Dann könnten wir da weiter. Also wir haben zur Auswahl den einen Boss, den anderen Boss und beide sind scheiße schwer. Beide sind jetzt definitiv, da muss ich noch trainieren, da bin ich mir ganz sicher. Also ich muss mindestens noch ein bisschen Stärke und ein bisschen Balance zulegen, dass ich, nee, nicht Balance, Ausdauer, dass ich da den Hauch eine Chance habe. Was ist das? Aktiver Paro... Oh! Aktiviert Pharus-Apparat. Das sind diese Dinger, dieses Gesicht an der Wand, wo wir gesehen haben. Frage ist, ob man sowas jetzt opfern sollte. Verursacht mehr Schaden erleidet wie. Was? Leuchtkäfer verursacht mehr Schaden erleidet weniger. Könnte ich gar nicht. Schauen wir mal Info. Ein kleiner Käfer, der Licht verströmt. Leuchtkäfer sollten die Toten besänftigen und sind im Sumpf auf dem Weg zur Gruft der Untoten anzutreffen. Wer kurz vor dem Tod einer Leuchtfeuerkäfer ist, erhält im Augenblick seines stärksten Leuchtens kurzzeitig enorme Kraft. Wird von verwirrten Abenteuern oft als letzter Ausweg benutzt. Wirkt nicht in den Welten oder bei Phantomen. Okay. Sagt mir jetzt gar nichts. Kann mich gar nicht daran erinnern an dieses Ding. Wir bräuchten 12.000 Seelen, wir haben 6.500. Ich glaube, wir kratzen uns diese Seelen jetzt zusammen. Oh, geht's da noch hoch? Wo geht's da hin? Weiß ich das? Ah ja, da war auch eine verschlossene Tür. Gucken wir mal, ob die jetzt offen ist. Ah! Ein Geheimnis nach dem anderen. Zufällig entdeckt. Was ist das? Oh, das ist so ein Leuchtding. So ein Spezialkäfer. Wo ist er hin? Hallo? Ist er schon eingebuddelt? Aber ich habe ihn doch noch gesehen. Ich habe ihn doch noch getroffen, oder? Handaxt, schimmernder Lebensstein. Höhlensoldatenhelm. Und da geht's da auch weiter. Ja. Ja. Und schon haben wir einen neuen Weg geöffnet. So schnell gehen das. Bei Dark Souls. Jetzt ärgert mich aber, dass da so ein. Ich glaube, das war so eine Eidechse, so eine Leuchtkäfer-Eidechse, wo meistens Titanit oder sowas bei sich hat. Aber irgendwie haben wir die nicht richtig erwischt. Kleiner bist du schon mal. Okay. Wo geht's da runter? Ah ja, da geht's auch wieder zu ihm runter. Also hier ist nichts Neues dann. Das war's. Das ist alles. Das ganze Geheimnis. Dann haben wir schon mal, dass wir vorsichtig auf diese Wurzel hier drauf springen. Göttlicher Segen, okay. Das ist dieser Trank, wo recht viel gibt. Gucken wir mal ganz kurz nach. Ja, der stellt TP wieder her und heilt alle Statuseffekte. Da haben wir schon zwei, die sollte man gut aufheben. Das ist für richtig böse Endgegner. Das war bis jetzt noch nichts Böses.
Brauchen wir jetzt nicht so. Ich hab gedacht, ich habe noch so das Soldatenseelen bekommen. Naja, gut. Anscheinend doch nicht. Oh, schimmernder Lebensstein. Der ist ein bisschen stärker. Ist auch ganz gut, haben wir mehr zum Heilen. Jetzt tue ich aber nochmal Leuchtfeuer aktivieren und guck nochmal, ob ich da den Käfer nochmal sehe, der da oben war. Ich weiß nicht, ob man die zweimal sieht hier in dem Spiel. Bei irgendeinem Demon's Souls, glaube ich, war es, dass man sind. Aber der leuchtet ja gar nicht. Na? Ah! Heute will aber auch nichts funktionieren zu fixen. Das war jetzt halt sehr, sehr blöd. Wie viel Leben der durch den kleinen Sprung hier verloren hat. War ich fast gestorben. Okay, warum habe ich denn den jetzt halt? Und die kriechen hier nicht rein, die lösen sich einfach auf. Das ist ja schwach animiert. Jetzt hat. So, hier leuchten die gar nicht so üblich. Titanitscherbe, sehr gut. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ist natürlich die Frage, soll man das beim Schmied raushauen oder nicht? Oh, den haben wir ganz vergessen. Jetzt warten wir mal, was er macht. Ob er mir auf den Kopf springt oder ob er runterfällt. Oder ob er gar nichts macht. Oder nimmt er die Treppe? Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung, wo er gelandet ist. Na gut. Hier ist ein Stückchen runter. Holen wir uns noch den seine Seelen schnell. Wenn der schon auf uns wartet. Oh, da ist noch eine Schatztruhe. Gar nicht gesehen durch die Dunkelheit. Gut, dass wir nochmal hoch sind. Kleiner Liederschild-Reparaturpulver. Naja. Zeugs, das wir nicht gebrauchen können, leider. Ein Liederschild haben wir schon. Ein Reparaturpulver, naja. Das macht so oft Sinn. Wie ein Klo in dem Spiel. So. Naja, vielleicht wird das uns ja noch irgendwann was bringen. Nochmal den hier noch fertig. Ja, viele Seelen brauchen wir ja nicht mehr. Kratzen wir das noch zusammen, oder? Für jeden, das kratzen wir zusammen. Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen. Ich meine, ein paar geheime Orte haben wir heute schon entdeckt, die wir noch nicht wussten, aber das genügt mir noch nicht. Was ist denn hier? Oh, da geht's runter. Oh. Ich habe ja einen Heimatknochen dabei. Gehen wir mal volles Risiko. Okay. Also doch noch einen Weg entdeckt. Ja, so kann es gehen. Ah ja, jetzt weiß ich. Ich entsinne mich leicht. Oh. Vorsichtig, Junge, vorsichtig. Ganz ruhig, Brauner. So. So, was haben wir hier? Jetzt gucken wir mal da. Geht's hier lang? Da geht's rein. Da müsste man springen, vorsichtig. Haben wir geschafft, sehr gut. Menschenbild, sehr gut. Müssen wir schon keins mehr kaufen. Werde ich jetzt aber noch nicht zum Einsatz bringen. Kann man die Leiter runterklettern? Wo ist man hier? Servus. Ganz vorsichtig, Freund. Da liegt auch noch ein Schätzing. Da ist nix. Muss man ganz vorsichtig dran herumklettern. Also, ich mache mir langsam Sorgen, weil hier ist unbekanntes Gebiet und wir haben sehr viele Seelen. Fackel und Seele eines verlorenen Toten. Die will ich natürlich auch nicht verlieren, die Seelen. Oh. Was ist denn da los? Ganze Versammlung da unten. Wo ist denn jetzt der eine hin, der gerade unter mir war? Ist
Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich den aus dem Sprung heraus töten. Oh, der kommt schon hierher. Sehr gut. Oh, 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 dich habe ich nicht gesehen. Verzeihung. Noch einer. Okay, jetzt muss ich einen Heiltrank nehmen. Ganz gefährlich hier. Ich habe den Heimatknochen bereit. Dann ist der nächste. Oh, das sind noch zwei. Den einen sieht man nicht so richtig. Jetzt schon. Ich lock mal einen her. Damit ich die nicht alle auf alle beide gleichzeitig machen muss. Das ist nämlich auch ganz gut, wenn ich die miteinander trenne. Sehr gut. Dann hier der nächste. So machen wir das jetzt. Die locken wir jetzt einfach raus. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir noch so ein Gebiet hier finden. So, Nummer 2. Jetzt ist da hinten noch einer. Sehr gut, da oben liegt auch ein Schatz. Was ist mit euch? Ah ja, genau. Die sind versteinert. Oh, oh, oh. Und da drinnen ist so ein Schildkrötenmann. Und da auch. Oh, 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 oh. Da muss ich echt aufpassen. Ah! Was für ein fieser Trick. Ich lauf. Bin schon weg. Bin schon weg. Kannst mich schon nicht mehr ärgern. Kommt der hier auch hoch? Oh ja, ich vermute schon. Dem ist das kein Problem, da hochzukommen. Sehr sportlich. Ah. Weiß eigentlich gar nicht so recht, wo ich hinfliehen soll. Hier hängt er fest. Geil. So, das nutzt man natürlich gleich aus. Werden den mit dem Pfeil und Bogen. Ja. Ja. Verdammter Grafikbug. Nein. Es wäre so schön gewesen. Ah. Okay, jetzt ist er direkt unter uns. Halt jetzt hat. Das gefällt ihm natürlich gar nicht. Aber der kommt da auch nicht hoch. Der steckt da fest. Kann ich auf seine Waffe schießen und das macht ihm Schaden. Pfeile haben wir ja genug, um sowas auszuprobieren. Erstmal. Ja, schade. Ich kann ihn hier nicht irgendwie hinterfort sich töten. Das ist so eine Notlösung. Und gar nichts geht hinterfort sich töten. Aber ich könnte mich hier hinstellen, weil er eh nicht durchkommt. Und hier ihn einfach abschießen. Eigentlich könnte ich auch ganz normal gegen kämpfen, aber ich will jetzt mit diesen vielen Seelen kein Risiko eingehen. Das ist mein einziges Problem an der Sache. Und daher kann man auch mal sowas hier machen. So ein bisschen die Grafik ausnutzen. Wer das nicht tut in Dark Souls, ist kein Dark Souls-Spieler. Ja, und mit den vielen Seelen, da will man echt kein Risiko eingehen jetzt hat. Weiß gar nicht, wie weit wir in der Zeit sind. Wahrscheinlich schon ultra weit. Muss wahrscheinlich schon schneiden. Ich weiß es gar nicht. Dürfte bestimmt schon ihre 40 Minuten sein. Aber ich will das hier jetzt noch zu Ende bringen. Ich mach mal hier einen Cut. Also, ihr könnt mich dafür haten. Bleibt spannend, was da unten alles ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.